Volksrundmagazin. Hast erzählt, dass du im Zuge der Sommerkaderzusammenstellung überlegt hast, alles hinzuschmeißen. Jetzt Tabellenplatz 4. Bist froh, dass du durchgehalten hast? Ja, auf alle. Absolut. Und das war ja nur wirklich ein kurzer Augenblick des Zweifelns. Und ja, wenn man sich dann drüber arbeitet oder wenn man dann sieht, die Früchte erntet, sage ich mal, dann sieht man es wieder aus einem anderen Blickwinkel und ich war dann im Endeffekt super happy. Nach deiner ersten Saison als Cheftrainer der Kampfmannschaft der Vorwärts, hast das du erhofft oder vielleicht erwartet oder hast du es vielleicht niemals so schön erträumt, wie die erste Halbsaison jetzt war? Erhofft auf alle Fälle. Also wir gehen in so eine Saison rein und hoffen am besten. Und ich glaube, viel von dem, was wir uns erhofft und vorgenommen haben, ist dann tatsächlich eingetreten. Manchmal ein bisschen glücklich, manchmal heute arbeitet und verdient. Doch, ist in dem Rahmen, den wir sie gesteckt haben. Ja. Lass uns die Herbstsaison bitte ein bisschen analysieren. Wir sind ja recht gut, um nicht zu sagen überraschend, hineingestartet in die Saison. Und so in Runde 9 bis 10 hat es dann so ein bisschen einen Dämpfer gegeben. Im Nachhinein betrachtet, gibt es da irgendwas, kannst du das jetzt erklären, warum es da ein bisschen stagniert hat? Ja, also wir haben die ganze Herbstsaison analysiert und speziell diesen Knick, den man ergebnistechnisch ausgemacht hat. Im Nachhinein betrachtet war es, glaube ich, die Phase in der Meisterschaft, wo wir allesamt am meisten gelernt haben über uns und über die Dinge, die wir noch lernen dürfen müssen. Das war der Moment, wo sich die Gegner anders verhalten haben als in den ersten Runden. Von dem her sind welche Herausforderungen entstanden, neue Situationen und wie wir die wieder im Griff gehabt haben, mannschaftsintern und auch von der Idee, ist von den Ergebnissen her wieder besser geworden. Die gruppendynamischen Prozesse, haben die da vielleicht auch ein bisschen mitgespielt zu der Zeit? Immer. Also ich glaube, das lässt sich gar nicht so, für uns zumindest, lässt sich gar nicht so auseinanderhalten. Nachdem es eine große Gruppe ist, wir sind 22, 24 Leute in der Trainingsgruppe mit den Juniors gemeinsam, hat immer einen Einfluss, wie die Gruppe gerade drauf ist und ob es harmoniert, ob es einen gemeinsamen Blick hat auf das Spiel und die Spielidee. Und wie gesagt, da mitten in der Meisterschaft, man hat schon gemerkt, die Rückschläge haben was gemacht mit uns, oder die zwei Niederlagen, die klaren, die haben was gemacht mit uns. Es war dann aber Gott sei Dank, dass im zweiten Spiel gegen Allerheiligen die Mannschaft ihr Charakter gezeigt hat. Wir waren 0-3 hinten und wir haben da gemerkt, es geht trotzdem. Wir können es, wir haben es drauf, auch gegen in so einem Moment mit dem Rückstand. Ja, und das hat uns dann einfach bestärkt, dass wir den Weg weitergehen, den wir eingeschlagen gehabt haben. Mit Wolfsberg und mit Wels gibt es gerade einmal zwei Mannschaften, die weniger Tore erhalten haben als wir. Allerdings sind wir da die Mannschaft, die wenigsten Tore geschossen hat. Ist das ein Problem? Ist das was, an dem du jetzt arbeiten müsst im Winter? Oder ist das im Anbetracht der Tabellensituation, ist halt einfach so? Also wenig Tore kriegen ist einmal kein Problem. Damit kann ich ganz gut leben. Und wollen wir uns auch so weit wie möglich erhalten bzw. weiter verbessern, ist einfach die Stabilität im Spiel gegen den Ball und auch in den kritischen Momenten hat uns gestärkt und hat uns halt in den kritischen Momenten auch ein bisschen am Leben gehalten. Das gehört dazu, das wird sich nicht vermeiden lassen, das wird auch im Frühjahr wieder so sein. Was das Offensivspiel anbelangt, ist natürlich um eine Spur anspruchsvoller, dass man Selbstverständlichkeit kriegt in einer Mannschaft und die war halt, ja, wie du das vorher gesagt hast, neu zusammengelüftet, neu zusammengestellt. Wir erhoffen und erwarten uns fürs Frühjahr schon, dass wir mehr Durchschlagskraft entwickeln und klarer werden, weil Situationen waren es genug. Also es wäre mehr drinnen gewesen. Wenn wir die Tabelle nur mal ein bisschen genauer betrachten, sind es jetzt 10 Punkte, die uns von der Spitze trennen. Es sind aber auch 10 Punkte, die uns vom Abstiegsplatz trennen. Ist die Liga wirklich so eng und stark und was bedeutet das fürs Frühjahr? Ist mein Eindruck. Ist mein Eindruck, dass die Liga ziemlich ausgeglichen ist. Ich glaube, dass es ein, zwei Mannschaften gibt, die im Herbst ein bisschen abgefallen sind.
muss man immer aufpassen, ergebnistechnisch abgefallen sind, weil der Großteil der Spieler in der Regionalliga Mitte waren enge Ergebnisse. Und das Gleiche nach vorne hin. Ich glaube, Wollern hat einen super Herbst gespielt, mit dem war so nicht zu rechnen, und Vöcksberg-Wels, das ist sicher in Ordnung. Und alle anderen, das ist knapp. Da entscheidet Momentum, Tagesverfassung, die Spielidee vielleicht, der Spurweit, Spielverlauf, wer geht in Führung. Ich glaube, dass das in der Liga richtig, es ist, hat immer Bedeutung, das ist schon klar, ja, aber in der Liga hat es, glaube ich, nur mehr Bedeutung. Wenn du das Spiel tragen kannst, wenn du das Spiel zu deinen Gunsten wieder verändern kannst, habe ich halt dann ein bisschen die Qualität, die es ausmacht. Wann wir im Herbst in der Favoritenrolle waren, also aufgrund von einer tabellarischen Situation zum Beispiel, ist uns oftmals das Gefühl schwerer gefallen, dass wir in das Spiel finden. Wenn wir hingegen der Underdog waren oder der Gegner in der Favoritenrolle, zum Beispiel bei LASK oder eben auch Vöcksberg und Wels, ist uns, habe ich oft das Gefühl gehabt, leichter gefallen, da das Spiel zu machen und das Spiel zu bestimmen. Wie siehst du das? LASK Vöcksberg gebe ich da recht. Das war am Beginn der Meisterschaft, speziell jetzt das LASK-Spiel. Wir haben überhaupt noch kein Gefühl dafür gehabt. Wir im Betreuerteam und die Mannschaft auch nicht. Vöcksberg war auch relativ zu Beginn der Meisterschaft. Wels ist mein Eindruck ein anderer. Also die Favoritenrolle war, glaube ich, verteilt, aber wir intern haben es so nicht wahrgenommen. Das war Trainingswochen vor Wels, die war geprägt von der Überzeugung, dass wir das gewinnen können. Und darum sind wir nicht in das Spiel eingegangen als Underdog. Auch wenn es vielleicht in der Außendarstellung oder Außenwahrnehmung so war. Und dass man gegen vermeintlich schwächere Gegner oftmals nicht so gut gespielt haben oder so gut ins Spiel gefunden haben? Ja, das haben wir jetzt dort. Vermeintlich schwächer, hast eigentlich auf Augenhöhe und man lässt es dann aus der Tabellensituation heraus und denkt sich, ja, da spielt jetzt der Dritte gegen einen Zehnten oder der Dritte gegen einen Neunten oder so. Und unterm Strich spielen zwei Mannschaften, die vom Kräfteverhältnis wahrscheinlich sehr knapp beieinander liegen, gegeneinander. Und darum hat es dann viel mehr damit zu tun, wie viel muss man sich ums Spiel kümmern. Das ist schon ein Unterschied, ob man jetzt im Umschaltspiel unterwegs ist oder ob man den Ball hat und der Gegner macht das. Inwieweit ist man im Gestalten drinnen? Das ist das, was ich vorher gemeint habe, mitten in der Meisterschaft. Die Probleme bzw. die Fragen sind da auftaucht und die war am Anfang von der Meisterschaft noch nicht da. Also Favoritenrolle, ich glaube, ich habe es bei dem einen oder anderen Interview nach dem Match schon gesagt, es ist von der Tabelle her leicht zu verteilen manchmal, oder es ist leichter zu verteilen, als dass ein Platz zum Spielen ist. Auch wenn die Saison jetzt mit einem sehr schönen Auswärtssieg in Weiz geendet hat, möchte ich kurz über die Auswärtsschwäche sprechen. So wirklich gut ist die Auswärtsbilanz jetzt nicht. Wieso haben wir diese Auswärtsschwäche aus der vorigen Saison mitgenommen, obwohl ja eigentlich so gut wie die ganze Mannschaft komplett neu ist? Ja, hat für mich keinen Zusammenhang. Ich glaube, die Kabine hat in dem Sinn keine Erinnerung ans letzte Jahr gehabt. Ja. Ich glaube, der Helle, der Rainer und Ivan vielleicht die Einzigen und dass wir so als Faktoren entscheidend waren, das glaube ich nicht. Es ist auswärts für uns anders. Das Stadion tragt uns. Die Zuschauer sind natürlich ein Faktor und daheim hat sich die Mannschaft, glaube ich, auch vorgenommen. Es war für uns wichtig, dass wir Heimstärke entwickeln und eine Heimmacht werden. Ja. Das war von Anfang an so und dann war das erste Spiel in Wallnern ein bisschen, ja, wahrscheinlich verdient die Niederlage und trotzdem auch unglücklich. Ich weiß nicht, ich sehe keinen Zusammenhang zwischen der Auswärtsschwäche im Frühling, die eklatant war, und der nicht so starken Performance auswärts jetzt im Herbst. Gibt es irgendwas, was jetzt, wie kann die Auswärtsperformance im Frühjahr besser werden? Ich glaube, wir werden uns an den letzten Spielen orientieren. Es ist mit guten Auswärts, kann man, glaube ich, zufrieden sein. Es ist der Sieg war überragend, überhaupt, wenn man die Begleiterscheinungen mit einrechnet. Ja, an dem werden wir uns orientieren. Es ist eh recht, wenn ein paar Dinge an und da sind, wo man strecken sollen oder lernen dürfen, müssen, Schrägstrich. Ja. Natürlich, da würde sie sich für uns entscheiden. Ja. Wenn wir auswärts mehr punkten, dann würden wir besser dastehen als Vierter, aber wir sind
wie du vielleicht denken kannst, alle super happy mit dem vierten Platz. Also wir haben jetzt keinen Selbstkasteiungsprozess hinter uns. Ihr habt euch ja sicher die Statistik von Martin Burgstein angeschaut, wo er den Rückblick gemacht hat. Hat es da irgendwas gegeben, was dich überrascht hat, was du nicht gedacht hast, dass es so ist, wie es dann in die Fakten plötzlich erschienen ist? Es war mir nicht bewusst, dass der Alvaro tatsächlich alles gespielt hat. Also jetzt wissen sie ihn wahrscheinlich, aber das war mir nicht bewusst. Nein, wir haben ja selber schon zu der Analyse, wo wir alle gemeinsam uns getroffen haben und in der Vorbereitung dazu haben wir schon die eine oder andere Zahl gewälzt und ein bisschen multipliziert und so. Also es war jetzt nicht, für uns war es jetzt nicht völlig neu, aber das habe ich so nicht im Blick gehabt. Ne? Hat es irgendeine Situation gegeben im Herbst, wo du an der Seite gestanden bist und du gedacht hast, was machen die da eigentlich? Die Spieler? Mhm. Ja. Ja, zu Beginn. Aber das ist, das, also für mich eine Spur weit normal. Ja. Ich glaube, dass eine Gruppe hat so einen eigenen Charakter vielleicht. Dessen ist sie bis zu dem Moment, wo der in Erscheinung tritt, da gar keiner bewusst. Ja. Also ich nehme jetzt zum Beispiel Bezug auf Gleisdorf, wir sind in Führung, die erste Halbzeit war ausgeglichen und zweite Halbzeit hat die Mannschaft angefangen, gegen unsere Überzeugung oder gegen das, was wir in der Halbzeit besprochen haben, dass nur mehr wegverteidigen, den Schatz verteidigen. Ja. Und das war für uns draußen, das war schwer, das habe ich im ersten Moment nicht ganz verstanden. Es hat uns 3 Punkte gebracht und das, soweit war es dann natürlich in Ordnung, aber da hat man gemerkt, dass die Mannschaft halt einen Impuls hat in Richtung Verteidigung. Ja. Wenn wir uns jetzt den aktuellen Kader anschauen, gibt es da irgendwo so einen Rohdiamanten oder irgendeinen Spieler, wo ihr sagt, der hat noch voll viel Potenzial, das wollen wir jetzt noch wachkitzeln? Ja klar, gibt es ein paar. Junge Spieler, sage ich mal, und jung heißt bei mir, war ja 2004 abwärts, und da haben wir einige, die jetzt so den ersten Schritt einmachen in den teilweise erwachsenen Fußball. Und ja, das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Der Ehemann ist einer, der was in der zweiten Liga schon im Kader mittrainiert hat. Jetzt kommt man da hinten noch mit Hase, mit Nassari, mit Bojan Lukic, mit Schweiger. Richtig junge, es sind 2006er Baujahr, also da hoffen wir schon, dass wir in den nächsten Jahren die Jungs entwickeln können, dass die einmal da alle auch Fuß fassen. Ja. Gibt es jetzt über den Winter, wird es da Verstärkung geben oder braucht es überhaupt eine Verstärkung im Winter? Wir sind jetzt im Kader durchgegangen. Der Markus macht jetzt gerade viele Einzelgespräche auch mit den Spielern noch, wo man außerhören wird, ob es unzufriedene Spieler gibt. Es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der vielleicht nicht so zufrieden ist mit seiner Rolle. Dann kann man darüber nachdenken, ob man den vielleicht einmal ein halbes Jahr wohin verleiht oder einpackt. Wo. Ja, und dann alles, was für die Zukunft interessant sein könnte, haben wir schon was im Auge, klar. Aber das ist jetzt nicht, dass ich sage, wir müssen jetzt unseren Kader im Winter verändern, das wollen wir eigentlich nicht. Aber da geht es schon um Blickrichtung nächstes Jahr. Und wenn wir da die Möglichkeit haben, dass wir einen interessanten Spieler vielleicht jetzt im Winter schon dazu bringen können, würden wir das natürlich gerne machen. Ja. Aber es ist immer auch eine Frage des Geldes, logischerweise. Also das Gesamtpaket muss für uns passen und stemmbar sein. Und dann, glaube ich, hätte man einen riesen Vorteil, weil Spieler einfach eine Eingewöhnungsphase brauchen. Und ich sage das, wenn wir da finden, wo wir sagen, okay, das ist der Spieler, der uns vielleicht in den nächsten paar Jahren weiterhelfen kann, oder den sehen wir da in Steyr als wichtig guten Spieler, dann kann man über sowas nachdenken. Also nichts, was jetzt nur fürs Frühjahr hilft, sondern war wirklich einer, der länger leistungsfähig ist. Nur perspektivisch. Ja, es wird jetzt nichts, warum sollen wir jetzt da großartig was umändern. Wie gesagt, wir sind jetzt gut unterwegs, Vierter, mit dem Kader, glaube ich, können wir ganz gut leben, haben
wie gesagt, viele Junge gute nachgeschoben, die wir entwickeln wollen. Das ist so der Plan. Es hat von Seiten des Vorstands oder vom Verein keine Vorgabe gegeben von Aufstieg oder irgendwas. Wir wollen uns da mal konsolidieren, in der Liga gut ankommen. Das ist bis jetzt gut gelungen. Aber ich bin schon einer, der auch immer warnt, muss ich auch sagen. Also man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen und es ist eine starke Liga. Und wir sind jetzt gut durchgekommen, mit Verletzungen verschont gewesen, aber wenn da der Teufel zuschlägt einmal, also sollte man schon gewappnet sein und ich bin auf jeden Fall nicht dafür, dass wir jetzt da zwei, drei Spieler hergeben und dann vielleicht im Frühjahr Not haben. Also das müssen wir sich schon gut überlegen und wie gesagt, wenn es möglich ist, vielleicht sogar noch Qualität dazu nehmen. Wenn Sie euch einen Spieler wünschen dürft, jetzt ganz unabhängig vom Budget und wie realistisch das ist, gibt es irgendeinen Traumspieler? Und es gibt eine richtige Antwort. Gibt es irgendeinen Traumspieler, den Sie gerne bei der Vorwärts einmal spielen sehen würdet? Mats Hummels. Gute Antwort. Jung, perspektivisch. Ja, stimmt alles. Ich habe keinen Namen. Hast du einen Traumspieler? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe schon Spieler in meinem Kopf, aber jetzt Traumspieler, ich denke da sehr realistisch. Ich muss ja sagen, wir haben die Jungs im Herbst extrem getaugt bei uns. Und ich glaube, vielleicht so ein bisschen ergänzend noch, ich glaube nicht, dass wir einen Spieler im Kader haben, der sein Zenit erreicht hätte. Und darum ist jetzt da so, wir uns eine passende Verstärkung unterstützen, selbstverständlich. Aber ich glaube, die Jungs werden auch noch stärker werden. Individuell und in der Gruppe. Das ist schon unsere klare Überzeugung. Das ist ja das, die Frage vor, wegen einem kleinen Knick vielleicht noch, was der Markus gesagt hat. Es ist ja logisch, wir haben uns ja selber nicht einmal kennt oder wir haben ja selber nicht einmal gewusst, was kommt auf uns jetzt dazu mit der neuen Mannschaft. Ja. Geschweige denn die Gegner haben uns kennt. Das war ja am Anfang für uns ein Riesenvorteil, weil keiner gewusst hat, wie die Vorwärts spielt. Ja, natürlich ist so wie der Markus telefoniert auch jede Woche mit den Trainer, gibt man Tipps über den. Das machen ja alle. Und nach ein paar Wochen bist du natürlich durchleuchtet. Und die haben natürlich gewusst, wie wir spielen und haben andere Waffen eingesetzt. Und darum haben wir dann die Gegner ganz anders erwischt wie am Anfang. Ja. Die haben gesagt, okay, lassen wir mal steier spielen hinten, irgendwann machen sie einen Fehler und dann kommt man es aus. So auf die Art. Und das ist in die zwei Spiele genau beinhart bestraft worden. Vöcklermark und Allerheiligen. Das war dieser Knick, Ergebnisknick. Und dann haben wir aber schon das Trainerteam das sehr gut analysiert und die Konsequenzen daraus gezogen und dann ist es wieder stabil geworden, die Geschichte. Also wir haben dann auch wieder unser Spiel ein bisschen umgestellt und ja, so wird das immer sein. Ja. Und im Frühjahr werden wir wieder ein bisschen adaptieren, ja, einen Plan B haben vielleicht, dass wir nicht so leicht zum Ausrechnen sind. Das ist jetzt super in der Vorbereitung, haben genügend Zeit, da wird der Markus wieder ein paar Sachen probieren. Wir wollen auch ein bisschen anders spielen vielleicht und dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Es gibt ja immer wieder einige Spieler von den Juniors, die hier oben mittrainieren dürfen oder Spieler von hier oben, die unten dann spielen. Kannst du mal kurz das Konzept dahinter erklären, wie funktioniert das? Im Prinzip ist es das Konzept, ja. Also besser kann man es nicht. Nein, die Trainingsgruppen ist relativ groß im Sinne von eben 22 Feldspieler, wenn alle fit sind. 22, 23. Wir haben ein paar Spieler gehabt von den Juniors, die stabil bei uns trainiert haben. Und ein paar, die wir uns heute angeschaut haben über den Herbst. Hat sehr gut geklappt, also bei uns im Training einmal sowieso überragend. Das hat aber meiner Meinung nach fast in jedem Spiel gut passt, wenn die Spieler umgekehrt in die Juniors gespielt haben. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Das ist etwas, worauf wir in der Analyse super stolz waren. Ja, weil es schon immer für die Jungs ein bisschen eine Aufgabe im Kopf ist, dass wenn die eigentliche Mannschaft Freitag spielt, dass sie am Samstag eben Leistung zeigen oder Leistung bringen. Und das hat weitestgehend geklappt. Dann wird im Austausch mit dem Tanner und dem Uchi
wird über die Spieler auch diskutiert. Wir geben uns gegenseitig Feedback, wie die Trainingswochen verlaufen ist, wie das Spiel verlaufen ist. Ja. Funktioniert, stand jetzt im Rückblick sehr gut. Ja, und die Jungs entwickeln sich auf die Art und Weise. Es ist Schweige erkennen, die man da vielleicht positiv hervorheben kann. Und hinten aus in der Meisterschaft eben weiß und weiß, wo der Kader dünn worden ist durch Krankheit und Verletzungen, waren sie dabei und haben alle performt. Ja, also bei uns war es gegen Weiz, also mitunter, möchte ich fast sagen, so vom Kollektiv her das geilste Erlebnis auswärts, dass man das so geschafft hat. Und das ist schon ein Beweis, jetzt nicht nur für unsere Arbeit, sondern auch in der 1B, dass die das gut machen und dass eben auch der Transfer halbwegs reibungslos funktioniert. Ich glaube ja, teilweise wird von außen diese Liga oder die Leute wissen öfters gar nicht so über die Liga Bescheid. Ich darf mal schon sagen, dass ich es gut kenne, weil ich viele Jahre schon in der Liga gearbeitet habe. Thema Weiz zum Beispiel, ja, das wissen die Leute daheim nicht. Die schlagen die Zeitung aus und sagen, ah, die haben im 13. oder was auch nicht geschlagen aus. Das ist eh normal. Es ist nicht normal. Erstens in der Konstellation, wo wir waren, und zweitens ist Weiz eigentlich ein Meisteranwärter, ein schwerer. Ja, die haben nur Spieler aus der zweiten Liga geholt, von Lafnitz zum GRK, also die haben da einen Kader, von den kennen wir Drama, jetzt von der Erfahrung und von der Qualität der Einzelspieler. Also das ist dann schon, was mich immer ein bisschen so stört, wenn ich dann so her, wenn uns so die Favoritenrollen ein bisschen zurückgespielt wird. Ja, also wenn ich mir dann unseren Kader anschaue, wo kommen die Spieler her, also von der zweiten Liga haben wir nicht viele Spieler, muss man schon sagen, jetzt im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Und das ist ein bisschen so, was, glaube ich, nach außen immer ein bisschen so falsch rumkommt. Oder die sagen, ja gut, die musst du schlagen und die musst du schlagen, aber so ist es leider nicht. Und in der Konstellation war es eine Riesensensation für mich. Wirklich 7 Stammspieler gefällt haben. Also, und wir mit dem letzten Aufgebot da weggefahren sind, das war schon eine Riesensache. Ja, und also wir haben ja in der Vorbereitung für die Herbstsaison haben wir die Spieler schon für uns, damit wir ein bisschen einen Eindruck kriegen, was die Quantität anbelangt, haben wir es ja so ganz grob kategorisiert und da haben wir einige Spieler, du hast den Ehmann genannt, aber meiner Meinung nach auch der Amir zum Beispiel. Ja. Damit war für uns jetzt so nicht zu rechnen, dass so weit kommen. Ja. Also für Konstanz Regionalliga ist es vielleicht eh noch nicht der Fall und da müssen wir vorsichtig sein. Die sind halt auch jung. Ja. Da ist dieses Auf und Ab bis zu einem gewissen Punkt dann nachvollziehbar und ist okay. Aber dass sie überhaupt so weit kommen, das war schon cool und das war super positiv für uns eben in der Kaderbreite und am Schluss eben dann auch wichtig. Und mein Ami hat dort krank gespielt und hat es lang richtig gut gemacht. Ja. Gibt es irgendwas, was du jetzt sagst, da hast du im Herbst richtig, richtig viel gelernt? Das war so dein größtes persönliches Learning. Das Größte kann ich nicht sagen, 1000 Dinge habe ich das Gefühl. Also es ist eine richtig, richtig reiche Zeit gewesen. Also es ist, glaube ich, keine Woche vergangen, wo ich nicht irgendwie mal so einen Moment der Erleuchtung ist vielleicht zu viel, aber so einen erhellenden Moment gehabt habe. Ja. Und das ist nicht nur auf die Mannschaft bezogen, sondern es ist das Trainerteam ja in der Konstellation auch neu. Es war die Zusammenarbeit mit dem Rocky, war wie es halt in Beziehungen ist, würde ich sagen. Es ist kennenlernen, dann war es halt auch ein bisschen stürmisch und sich aneinander gewöhnen. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben im Trainerteam. Wer kann was, wer macht was, wer ist in was richtig gut und wie teilen wir das dann auf? Das Gleiche auch mit dir und uns im Team und das Gleiche dann auch mit Physios und. Ja. Also ich kann mich an keine Wochen erinnern, wo ich mir gedacht habe, das Gleiche wie letzte. War nie der Fall. Und ich glaube, darum war es auch irgendwie so lässig und durchwegs positiv. Natürlich, deine Erfolge tun dann uns alle gut, dann die Spieler gut, dann uns gut und geben Sicherheit. Aber es war noch abseits, du hast so gruppendynamische Geschichten angesprochen.
das hat da herinnen stattgefunden, das hat unten stattgefunden, das hat zwischen die Spieler und uns stattgefunden. Ja, nein, also ich kann jetzt nicht diesen einen Lernmoment oder dieses eine Lernfeld ausheben. Es waren wirklich tausend Dinge. Und richtig geil. Bevor ich zur letzten Frage komme, würde ich gerne von jedem von euch den schönsten Moment im Herbst wissen. Zu starten. Ja. Also emotional, von der emotionalen Wucht her, was weiß ich. Das Einzelne. Also es gibt meiner Meinung nach keinen zweiten Beruf auf der Welt, wo man sowas erleben kann. Das war unpackbar. Also kann ich mir immer noch super reinversetzen und ich glaube, das geht jedem, der dabei war, geht so. Ja, also das war vom Emotionalen her was das. So von den Erkenntnissen her vor allem andere Momente, aber das war ein wuchtiger Moment für mich. Würde ich auch so sagen. Also vom Dings war es natürlich was ganz Spezielles, auch vom Zeitpunkt des Sieges natürlich auch in der Nachspielzeit. Also ja, sicher, kann man sagen, das war schon ein Highlight. Wobei ich sage, das erste Spiel gegen LASK war auch irgendwie so, weil du nicht weißt, okay, wie sind wir drauf, was erwartet uns, und ich habe schon gewusst, oder wir haben das schon gewusst, was uns da erwartet. Und ich sage so, der erste Sieg oder dieser gute Start hat uns dann schon ein bisschen einen Rückenwind, glaube ich, gegeben. Weil wenn das in die andere Richtung kippt, dann kommst du schon mal, dann fährst du nach Wallern, dann vielleicht zwei Spiele ohne Sieg oder so. Dann wird's schon ein bisschen im Umfeld unruhig und so. Also der erste Sieg war schon auch so ein bisschen ein Highlight oder wichtig für uns. Muss ich schon sagen. Der Schlanzberg war es für mich auch. Aber jetzt nicht, weil es ein super gutes Spiel war oder wenn wir dort gewonnen hätten, sondern weil es eine Tendenz gegeben hat. Und gegen die Tendenz hat die Mannschaft sich gewehrt. War wieder hinten zur Halbzeit und wir sind mit einem Punkt heimgefahren. Ja. Und das war so also in dem Knick, das war der Moment vom Aufrichten. Ja. War super positiv. Und wenn jemand Geburtstag gehabt hat. Das natürlich, ja. Die letzte Frage. Euer Wunsch ans Christkind fürs Frühjahr? Jetzt kannst du mal vorne. Wie es immer ist, ich wünsche mir einfach, dass wir alle gesund bleiben. Das ist jetzt nicht so der Herdnetz, sondern das meine ich wirklich so. Also das ist Gesundheit trotzdem, vor allem auch für die Spieler wünschen wir es. Dass wir den Kader so benannt haben, dass wir nicht gebeutelt werden von irgendwelchen schweren Verletzungen. Ich wünsche mir, dass wir die Fans wieder mit ins Boot holen können, dass da wieder ein bisschen so eine Euphorie entsteht in Steyr. Ja, und das ist das, was den Verein auch auszeichnet. Darum bin ich ja gern da und war mir das immer eine Herzensangelegenheit, der Verein, weil er sich einfach unterscheidet von anderen Vereinen. Durch diese Fanbase, durch diese Begeisterungsfähigkeit. Und ich glaube, wenn wir da alle schauen, dass wir vor allem daheim gut liefern, dann werden die auch wieder kommen. Und das ist einfach das Schönste im Fußball. Ja, da war jetzt voll viel dabei. Da war ich voll viel dabei. Nein, Gesundheit, sehr klar. Also, was das eh klar, man sagt immer so, wir sind beide keine 20 mehr. Und das ist schon klar. Die Gesundheit ganz allgemein von der Familie, von den Leuten, die da arbeiten und die da Beitrag leisten, ist auch bei weitem nicht nur die Mannschaft, da gibt es einen Vorstand, da gibt es einen unermüdlichen Burgsteiner Martin, da gibt es so viele helfende Hände und da ist für alle, glaube ich, das Wichtigste, dass du um die Dinge halt nicht kümmern musst, die man halt unter dem Begriff Gesundheit fallen hat. Naja, und für uns als Mannschaft begeistern. Das war schon, was uns ausgezeichnet hat und das, was ich mir erwünscht fürs Frühjahr, dass alle wieder anpacken und alle anreißen und am gleichen Ziel interessiert sind. Ja, geile Momente im Stadion, selbstverständlich. Ja, aber sonst, es war schon so viel Positives im Herbst dabei, dass das jetzt fast ein bisschen vermessen war, dass man sagt, man will da noch voll viel drauf. Ja. Konstanz war so ein bisschen die Idee.
man konstant sein kriegt ins Arbeiten, in die Kaderzusammenstellung, in das, was der Verein will, welche Perspektiven dass er sich sucht und findet. Ja, wenn wir da weiter dran arbeiten, dann wünsche ich mir jetzt so vom Christkind nichts extra mehr. Ja, wunderbar, danke.